Bei diesen 7 Buchstaben läuft Ihnen garantiert das Wasser im Munde zusammen. Los geht's. P-R-A-L-I-N-E. Na, habe ich zu viel versprochen? Witzig nur, dass Sie je nachdem, ob Sie Franzose oder Deutscher sind, nicht nach derselben Süßigkeit lechzen. Die Deutschen denken an das hier und die Franzosen an das hier. Die Praline ist also ein falscher Freund, ein Wort, das in beiden Sprachen existiert, aber nicht dieselbe Bedeutung hat. Was wir Praline nennen, nennt der Franzose Petit Chocolat, kleine Schokolade. Wir wiederum sagen gebrannte Mandel zu dem, was der Franzose Praline nennt. Das alles sagt uns aber nicht, woher das Wort Praline kommt. Nun, es kommt von César de Choiseul, Herzog von Plessis-Praslin, Marschall von Frankreich, der 1649 einen Aufstand der Stadt Bordeaux gegen Ludwig XIII. Verhindern will. Hierzu lädt der Herzog die Abgesandten von Bordeaux zu einem Festessen ein, bei dem er karamellisierte Mandeln servieren lässt, die sein Koch eigens für diesen Anlass kreiert hat. Als die Gäste sich nach dem Namen dieser neuartigen Leckerei erkundigen, benennt der Herzog von Plessis-Praslin sie nicht etwa nach seinem Koch, sondern kurzerhand nach sich, also Praline. Immerhin verdient der Koch sich später eine goldene Nase in seiner Heimatstadt Montargis, wo er die Praline in seinem Laden zum Marschall Herzog von Praslin verkauft. Den Namen des Herzogs hat er beibehalten, der klang so schick. Im Laufe der Zeit verliert die Praline ihr S. Manchmal steckt anstatt einer Mandel eine Haselnuss oder eine Erdnuss in ihr. In der Gegend um Lyon färbt man sie knallrot. Und wenn man sie ganz klein zerhackt, nennt man das Pralin und verwendet das Krokantpulver beim Kuchenbacken. Aber zurück zum Wort Praline. Wir haben nämlich noch nicht erklärt, wie es nach Deutschland kam. Dazu haben die Deutschen eine schöne Geschichte. 1663 tagt in Regensburg der Reichstag, bei dem die deutschen Fürsten ihren Kaiser treffen. Und der Abgesandte des französischen Königs Ludwig XIV. Ist doch glatt der Herzog von Choiseul Plessis-Praslin. Diesmal hat der Herzog einen deutschen Koch. Und diesem Tollpatsch fällt doch wirklich eine gebrannte Mandel in flüssige Schokolade. Die Geburtsstunde der deutschen Praline. Kleiner Haken. Es gab zur damaligen Zeit noch keine Schokolade im heutigen Sinne. Aber schöne Geschichte. Eine letzte Geschichte. Aus Belgien diesmal. 1857 eröffnet Jean Neuhaus in Brüssel eine Art Süßwarenapotheke, in der er Lakritz gegen Bauchweh, Hustenbonbons und Ähnliches verkauft. Eines Tages überzieht er Medikamente mit Schokolade, damit sie nicht zu bitter schmecken. Ein Riesenerfolg. 1912 sagt sich dann sein Enkel, der auch Jean Neuhaus heißt, dass Medizin in Schokolade nicht schlecht ist, Schokolade allein aber viel besser schmeckt. Also nimmt Jean Junior das Wort Apotheke aus dem Namen des Familienunternehmens, füllt Schokoladenförmchen mit Sahne, verschließt das Ganze mit einem Schokoladentäfelchen und nennt die kleine Kostbarkeit, Sie denken es sich schon, genau Praline. Der Rest ist Geschichte. Seine Kreation geht um die Welt, die Deutschen übernehmen die Bezeichnung Praline ohne viel Aufhebens zu machen, die Franzosen, die wohl neidisch sind, das Meisterwerk nicht erfunden zu haben, nicht. Bei ihnen heißt sie, wie gesagt, kleine Schokolade.